could be us. So back to what I was saying. It could be us. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Angry Birds 2. Als erstes öffnen wir mal hier so ein Ei. Ich weiß nicht, was da rauskommt. Frag mich nicht, warum der John heißt. Ich habe einfach den Standardnamen genommen, weil ich keinen eingegeben habe. Also der war bei mir einfach schon da. Und wir bekommen hier jetzt einen Vogel. Ich glaube, der ist bei jedem gleich, denke ich mal. Keine Ahnung. Ah, und das ist dann so ein Supporter oder benutzen wir den auch? Ich habe keine Ahnung, ob man den auch benutzen kann dann gleich. Aber man kann ihn anscheinend auch hier füttern. So ein bisschen auf, keine Ahnung, es erinnert mich ein bisschen so an Dragon City und sowas. So, dann füttern wir mal das Tier. Ach so, wir können das, oder den Vogel, aber wir können den jetzt nicht so krass schnell füttern wie bei anderen Games. Und wir bekommen einfach mal 500 Federn dafür. Ich würde sagen, wir geben das einfach dem lowsten Vogel von mir. Also der am wenigsten bis jetzt gelevelt ist von diesen Sachen, keine Ahnung. Ob die stärker werden, umso mehr Blitze die haben. Ich habe es immer noch nicht ganz geschaut. Aber ich würde sagen, wir starten direkt in eine Runde rein. Wir wollen nämlich heute Level 14 und auf jeden Fall auch Level 15 schaffen, um dann den nächsten Boss zu besiegen. Das sollten wir auch easy hinbekommen. Und wir sehen dann schon, welchen Boss wir vielleicht in der nächsten Folge klappen können. Wir haben auf jeden Fall übel viele Zauber, aber erstmal use ich die nicht. Ich glaube nicht, dass wir die unbedingt brauchen werden. Wir sehen da auf jeden Fall, unten steht unser Küken oder unser neuer Vogel in diesem Teil. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Boost, ein Supporter ist oder so. Keine Ahnung. Okay, wie wollen wir es machen? Ich würde sagen, wir versuchen mal hier einfach diese Türme umzustoßen. Dann müssten ja alle runterfallen, genau. Und das sollten die eigentlich nicht überleben. Ja gut, ich dachte schon, diese großen Schweine, die würden es vielleicht überleben, aber es wäre auch zu krass gewesen, wenn die das überlebt hätten. Das war ja schon ein krasser Fall, würde ich sagen. So, wir wollen auf jeden Fall das TNT angreifen. Wir machen es einfach mal mit unseren drei Vögeln. Jetzt haben wir zwar die eine Ecke sehr gut besiegt, aber leider von da hinten nichts bekommen. Deshalb würde ich sagen, schießen wir jetzt einfach den dicken Vogel ganz nach hinten durch. Oh, oh, und hoffen, dass die Pflanze den Rest für uns klärt. Ja, die Pflanze regelt den Rest für uns. Fast hätten wir es noch verkackt. Und die Pflanze tötet eigentlich auch noch das andere Schwein. Das Schwein greift unsere Vögel an. Fliegt ganz nach da hinten. Aber ist jetzt auch dead. Sehr gut. So, die Runde haben wir geschafft. Und jetzt kommen wir schon zum Final Level. Oder auch nicht Final Level, sondern einfach nur zum Level 15. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Und dann kommen wir schon zu einer neuen Map-Ecke. Also hier sieht es ein bisschen krasser aus. Der nächste Part ist dann anscheinend schon da, die nächste Ebene oder sowas. Aber erstmal Rock'n'Roll in diese Runde gegen den neuen Boss. Also ich bin ja jemand, der, wenn er ein TNT sieht, dann bin ich direkt gierig. Bin ich euch ehrlich, dann will ich immer das TNT kaputt machen, weil ich denke, das löst irgendwas aus, was alles kaputt macht. Die Frage ist, wie soll ich das TNT treffen? Ich habe jetzt diese weiße nicht. Die würde wahrscheinlich gut was bringen. Ich könnte versuchen, das irgendwie auch anders auszulösen, aber ich würde jetzt einfach mal versuchen, mit dem Dicken hier durchzubrechen, so irgendwie zum TNT durchkommen. Genau, wir haben das TNT erwischt und das war wirklich, glaube ich, ziemlich gut. Jetzt schießt nämlich noch die Pflanze da hinten drauf, auf diesen anderen Turm, hat die ganze Zeit irgendwas im Mund und schießt da drauf, beziehungsweise nicht im Mund, aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Ich weiß zwar nicht, warum jetzt die letzten Schweine gestorben sind, das habe ich jetzt irgendwie gerade gar nicht gecheckt, habe nicht gut genug drauf geachtet, aber wir haben das Level geschafft und haben jetzt hier den Boss als Gegner. Nachher wird es, glaube ich, schwerer, Bosse zu töten. Am Anfang ist es relativ easy, aber ich glaube, wir sollten irgendwie das Fahrzeug in Bewegung bekommen. Ich würde aber sagen, wir werfen einfach mal ein dickes Ei auf den und wir haben das Ei so ein bisschen neben den geworfen und es hat ihn gar nicht gejuckt. Deshalb jetzt einfach mal den großen Klotz auf ihn werfen. Ich denke mal, der große Klotz ist dann schon ein bisschen krasser als das, was wir vorhin gemacht haben, okay, da hat er jetzt nicht lange durchgehalten. Den hat er einfach mal ziemlich zerquetscht. Let's go. Und damit kommen wir jetzt auch schon in die nächste Welt. Sehr, sehr nice. Wir haben einen Apfel. Juhu, die Äpfel verbrauchen sich ja auch nicht übel langsam, sondern man muss einen Tag warten, wenn man einmal den Vogel gefüttert hat. Aber eigentlich ziemlich lustig. Ich denke mal, das ist so ein stiller Supporter oder so, dieser andere Vogel da. Ich weiß es nicht, aber vermute ich jetzt einfach mal. Wir haben irgendwelche Federn bekommen, sind bei Level 16.
Und ich würde sagen, Level 16 spielen wir auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, was das danach ist für ein Teil. Ach, das bekommen wir dann, okay. Dann Level 16 noch in der neuen Welt. Mindestens eine Runde in der neuen Welt müssen wir mal gezockt haben in dieser Folge. Wir wollen natürlich keine Zauber benutzen erstmal. Das Level sieht relativ easy aus, aber irgendwie fuchst mich auch der Apfel, ne? Ich werde es ohne den. Soll ich mir den Apfel holen? Ich gehe einfach mal erstmal hier unten drauf, weil das verlockt einen natürlich schon mal ziemlich. Da ist ja quasi so ein kleiner Free Kill gewesen. Also die Runde war easy zu machen. Den Apfel lasse ich liegen. Sagt mir, ob ich jeden Apfel mitnehmen soll, ob das besser ist. Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt einfach mal nicht gemacht. Aber ich würde sagen, TNT, ich habe es euch eben schon gesagt, TNT macht mich gierig. Deshalb versuche ich, oh, das TNT zu holen. Der Plan war, dass ich mich teile und dann eben versuche, einen blauen da reinzuschicken ins TNT. Habe ich aber gar nicht geschafft. Das war nicht gut gespielt von mir. Aber jetzt kommen wir auch noch nicht zum TNT durch. Ich hätte vielleicht die Fähigkeit einsetzen sollen oder so. Keine gute Runde bislang. Wir werden es jetzt beenden können, easy. Aber hätte ich auf jeden Fall auch besser spielen können, die Map. Muss ich sagen, also es war nicht gut. Ich weiß nicht, ob wir trotzdem. Man bekommt ja irgendwie gefühlt immer 3 Sterne. Ich weiß nicht, wie man keine 3 Sterne bekommen kann, weil das war ja echt keine gute Leistung von mir gerade. Ich würde sagen, Level 17 machen wir noch. Bei Level 18 ist irgendwie so ein Zielzeichen. Und dann war es das erstmal. Ich weiß nicht, was uns das hier bringt. Was stand da? Okay, dann machen wir das hier noch und dann zocken wir Level 17 vielleicht in der nächsten Folge. Was ist hier los? Hä? Okay, wir sind hier, ja, okay, ja. Ja, ich will das spielen. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Irgendwie so ein besonderer Modus oder so. Ich check's noch nicht ganz. Okay, wir wollen keine Zauber. Und jetzt darf ich nur mit dem Dicken schießen oder so? Oder wie ist das? Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, weil der war da irgendwie im Bild. So, was können wir hier machen? Ich würde sagen, wir versuchen mal alles abzureißen und versuchen, den so ein bisschen da durchzuboxen, sodass der auch auf dem Ventilator landet. Und auch noch die andere Seite angreift. Klappt gar nicht schlecht. Hätte aber auch besser klappen können, denke ich. Deshalb, zack, hier noch nachträgliche Unterstützung, die die beiden anderen Schweine finisht. Und jetzt müssen wir noch da hinten angreifen. Oh, da oben ist auch noch ein. Oh nein. Ah, ich habe es mir schon fast gedacht. Ich krieg die trotzdem. Wie lucky. Ich habe vergessen, dass da diese Plattform war. Bin ich jetzt ganz normal in Level 17? Ich habe keine Ahnung. Oder ob das irgendwas anderes ist. Ich würde sagen, lol, man sieht sogar, wo der Tornado den Vogel hinschmeißen würde. Und ganz ehrlich, feiere ich so. Machen wir einfach mal so. Oha, wie schnell ist der denn dann? Okay, das war, glaube ich, das Richtige, was wir gemacht haben. Ja, geil, wir haben hier Belohnung bekommen. Und wenn wir noch was mit dem machen, mit dem Vogel, also wir bekommen die Belohnung, wenn wir den irgendwie öfter benutzen oder was. Den Vogel, ich weiß nicht, weil da ist die ganze Zeit links der große Vogel am Stehen. Ich habe keine Ahnung, aber ich würde sagen, das war es jetzt fürs erste Mal. Wir werden sehen, was diese Challenge macht in der nächsten Folge. Aber erstmal würde ich sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ciao, bis zum nächsten Mal.